Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen bei Backen mit Beate. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt und ich euch heute meine neue Nougat-Herztorte für besondere Anlässe wie Valentinstag oder Muttertag vorstellen darf. Wenn euch mein Rezept gefällt und ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal mit dem Glöckchen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir einfach unters Video. Ihr bekommt auch ganz bestimmt eine Antwort von mir. Und nun zu meiner Herztorte. Die Torte besteht aus einem saftigen, aromatischen Mandelbiskuit, gefüllt mit feinstem Haselnuss-Nougat. Umrandet und eingedeckt wird die Torte mit einer ganz speziellen Marzipantechnik, welche in der Profi-Backstube eine sehr lange Tradition hat. Als Dekoration zeige ich euch noch eine weitere Marzipantechnik. Auch diese hat eine sehr lange Tradition, welche aber wirklich sehr, sehr edel auf eurer Torte wirkt. Ausgelassen mit Marmelade und verziert mit frischen Beeren könnt ihr die Torte euren Liebsten auch dann sofort überreichen. Seid ihr bereit? Dann legt mal jetzt los. Als Zutaten benötigt ihr Eier, gemahlene Mandeln, Zucker, etwas Salz, eine Bio-Zitrone, Mehl Type 405, etwas Lebensmittelfarbe Rot, Aprikosenmarmelade, Haselnuss-Nougat hell, etwas Eiweiß, etwas Puderzucker, Rohmarzipan, Modelliermarzipan und eine kleine Auswahl an schönen Beeren und Früchten. Dieses Equipment benötigt ihr für die Torte. Eine Küchenmaschine, ein Herzbackrahmen, Durchmesser 22 cm, eine kleine Backmatte auf einem Backblech, eine Schüssel mit einem Mehlsieb, eine Schüssel mit einem Handmixer, eine Reibe für die Zitrone, einen Stielgummischaber, einen kleinen Teigschaber, zwei Tortenscheiben, ein kleines Blatt Backpapier, eine kleine Winkelpalette, zwei kleine Messer, ein Sägemesser, ein Rollholz, ein Lineal, ein Reliefrollholz, eine Palette, ein Gasbrenner, ein Zauberstab, einen kleinen Kochtopf, Schneebesen, Esslöffel, Pinsel, einen kleinen Spritzbeutel mit einer kleinen Lochtülle Nummer 5. Wir beginnen als allererstes mit unserem saftigen Mandelbiskuit. Bevor wir jedoch starten, die Eigelbe und Eiweiße separat aufzuschlagen, das nennt man übrigens zwei Kesselmassen, weil wir eigentlich zwei Schüsseln brauchen, um beide Zutaten separat aufzuschlagen und später dann unterzuheben. Bevor wir aber damit beginnen, stellen wir sicher, dass unser Backofen schon einmal auf 180 Grad eingestellt ist. Denn sobald unser Biskuit untergehoben und abgefüllt ist, muss die Ofentemperatur schon die Zieltemperatur erreicht haben. Nicht, dass wir noch warten müssen und unser Biskuit, der kracht in der Zwischenzeit wieder runter. Also immer zuallererst den Ofen einschalten und dann wird mit der Masse begonnen. Für lockere Biskuits ist es sehr, sehr wichtig, dass das Mehl vorab immer einmal durchgesiebt wird, um das Mehl etwas aufzulockern, um etwas Luft hineinzuheben. Nehmt am besten ein kleines Trommelsieb, da ist man auch sehr, sehr schnell fertig. Die Mandeln, die gebt ihr auch gleich mit dazu und mischt das Ganze nochmal ein wenig. Schaut, dass keine Klümpchen in den Mandeln enthalten sind. Dafür fährt man einfach mit den Händen nochmal kurz durch. Und wenn alles ganz fein ist, ohne Klümpchen, dann stelle ich das beiseite. Für dieses Rezept verwenden wir eine Bio-Zitrone. Wir brauchen dafür wirklich nur das Gelbe, also quasi die Haut. Dort sind die Aromen versteckt und das ist für so ein Biskuit nochmal so der Kick, der feine Geschmack. Zitronenaroma, ganz, ganz leicht. Einfach hier über die Reibe geben, rundherum die Schale abreiben. Das Weiße bleibt an der Zitrone haften. Das wollen wir nicht, das sind die Bitterstoffe enthalten. Wir brauchen wirklich nur
das Aroma und das ist in der gelben Schale. Als nächsten Schritt geben wir die Eigelbe in unsere kleine Küchenmaschine. Hinzu kommt die kleine Menge Zucker, das Salz und der Zitronenabrieb. Diese vier Zutaten werden wir jetzt aufschlagen. Das dauert ein paar Minuten, bis die Eigelbe richtig schön an Volumen gewinnen. Dann werden sie so schön zart aprikotfarben und sind richtig schön schaumig. In der Zwischenzeit, während die Eigelbe aufschlagen, nehmen wir unser Handrührgerät und schlagen die Eiweiße separat auf. Und nun kommt der letzte Schritt. Eigelbe und Eiweiße sind beide ganz schaumig geschlagen, ganz steif. Wir werden jetzt ganz vorsichtig und behutsam das Eiweiß in das Eigelb unterheben. Dazu gibt erstmal ein Drittel des Eiweißes, also des Eischnees, in die Eigelbe und rührt es vorsichtig ein. Dann nehmt ihr wieder ein Drittel und geht genauso behutsam vor. Einfach ganz vorsichtig unterheben, dabei mit dem Gummischaber versuchen, auch am Rand das alles mit reinzuarbeiten und dann einfach den Rest noch mit in die Schüssel geben und das Ganze auch nochmal vorsichtig unterheben. So, wenn Eischnee und Eigelbmasse vermischt sind, dann geben wir unsere Mandelmehlmischung ganz vorsichtig dazu. Vielleicht auch erstmal ein Drittel, das Ganze behutsam wieder unterheben. Nicht wild rühren, ganz, ganz langsam, ganz vorsichtig. Schauen, dass am Rand auch alles mit sauber eingearbeitet wird. Dann geben wir wieder ein Drittel unserer Mehl-Mandelmischung dazu. Auch wieder ganz behutsam unter den Schaum. Und dann geben wir noch den Rest dazu. Ihr seht, man braucht niemand, der dabei hilft. Das kann man alles ganz alleine machen. Es sei denn, die Kinder sind da und können etwas schütten helfen. Aber ansonsten kriegt ihr das wunderbar auch ohne Assistenz fertig. So, das schaut doch schon ganz schön toll aus. Sobald ihr seht, dass Mehl, Mandel sauber untergehoben sind, dann hört ihr bitte auf zu rühren, sonst geht die Luft raus und das Ganze wird immer weniger. So schaut das Ganze aus. Eine schöne, schaumige Masse, keine Klumpen, schön viel Luft. Ja, und unsere super fluffige Mandel-Biskuitmasse, die geben wir jetzt hier in diesen Backrahmen. Das ist ein Herzbackrahmen. Der hat einen Durchmesser, also von hier bis hier oder von hier bis hier, von 22 cm. Das sind etwa 10 bis 12 leckere Portionen. Das stellt ihr einfach hier auf eure Backmatte. Ihr braucht den Ring nicht zu fetten, auch kein Papier. Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Masse läuft nicht raus, solange ihr eine ordentliche Backmatte unter dem Backring liegen habt. So. Die Masse streiche ich mit der Teigkarte von innen nach außen. Dann kann der Teig auch gleichmäßig hochgehen und den Biskuit, den stelle ich jetzt in meinen vorgeheizten Ofen bei 180 Grad. Während unser Biskuit nun im Backofen fertig backt, das dauert etwa eine Dreiviertelstunde, also 45 bis 50 Minuten in etwa, werden wir unser feines Haselnuss-Nougat im Mikrowellenherd vorsichtig auflösen. Haselnuss-Nougat ist ein ganz edler Rohstoff, besteht aus Haselnüssen, Kakaobutter und Zucker und wird überwiegend in der Pralinenherstellung genommen. Also ihr kennt das sicher aus dem Schicht-Nougat, das ist der helle Nougat davon. Wenn ihr diesen kaufen wollt und nicht fündig werdet, schaut doch einfach mal bei mir im Shop vorbei.
Das Haselnuss-Nougat ist jetzt relativ warm. Wir lassen das Nougat jetzt einfach an der Seite stehen. Das kann etwas runterkühlen und wir tragen es nachher dann auf die Tortenböden, wenn es etwa 28 Grad erreicht hat. Der Biskuit ist ja immer noch im Ofen. Das wird auch noch recht lange dauern, bis wir diesen weiterverarbeiten können. Er braucht noch mindestens eine Viertelstunde zum Backen, dann noch etwa eine Stunde zum Auskühlen. Und damit es bei uns auch gleich weitergeht, habe ich da mal was vorbereitet. Der schaut super aus, hat eine schöne helle Backfarbe. Und wenn ich reinsteche, bleibt nichts dran hängen. Das heißt, der Kuchen muss definitiv jetzt aus dem Ofen. Ich nutze nun die Zeit, euch noch den Schritt zu zeigen, wie wir den Biskuit aus dem Ring bekommen und diesen mit unserer Haselnuss-Nougat-Masse befüllen. Wir nehmen unser Backblech, legen auf den Boden etwas, also eine Tortenscheibe. Wir drehen das Ganze, nehmen das Blech weg, ziehen ganz vorsichtig die Backmatte ab und können jetzt den Biskuit ganz vorsichtig aus dem Herz herausschneiden. Wir gehen vor wie vorhin. Wir nehmen unser glattes Messer, fahren hier ganz vorsichtig hier oben herein und fahren sehr, sehr behutsam und ganz langsam am Ring entlang. Wichtig ist, dass wir auf keinen Fall in den Biskuit hineinschneiden. Sonst haben wir ein loses Stück, das bekommen wir auch dann nicht mehr ran. So, und jetzt ziehen wir ganz vorsichtig den Ring vom Biskuit und können den Biskuit nun in vier gleiche Teile schneiden. Wir teilen unseren Biskuit in vier gleiche Teile und starten oben mit der Decke. Das heißt, wir werden mit dem Sägemesser ganz vorsichtig oben die Decke wegschneiden, das möglichst gerade zu machen. Teil, den nehmen wir herunter. Den könnt ihr auch so schon knabbern, der ist recht lecker. Und dann gehen wir mit dem Messer einmal in die Mitte, teilen den Biskuit genau zur Hälfte, schneiden ganz vorsichtig der obere Teil. Den teile ich auch nochmal in zwei Teile, sodass wir vier gleichmäßige Biskuitböden haben. So, nun setzen wir unsere Torte ein. Wir nehmen unseren sauberen Herzrahmen, stellen den auf eine Tortenscheibe und legen den ersten Boden, und zwar der mit der Backseite nach unten. Das ist die stabilste Seite, die kommt nach unten. Und nun haben wir insgesamt drei Lagen, 1, 2, 3. Das heißt, wir werden ein Drittel unserer Nougatmasse jetzt hier in den Boden geben. Dazu verwende ich eine Waage und messe das genau aus, damit mir die Masse am Ende nicht ausgeht. Mit einer kleinen Winkelpalette werde ich die Masse jetzt einfach ganz vorsichtig verstreichen. Ich verstreiche das genauso wie beim ersten Mal, bis dass die Masse bis zum Rand gestrichen wird, damit diese den Boden richtig verschließt am Rand und wir keine Hohlräume haben. Wir legen den dritten Boden oben drauf. Wir schauen nochmal, dass wir die schönste Seite muss dann nach oben schauen. Und legen den letzten Boden mit der schönen Seite nach oben.
hier in unser Herz. So schaut das eingesetzte Herz nun aus. Ihr seht, der Biskuit, der schaut hier über den Rand hinaus. Und das haben wir quasi geebnet, indem wir jetzt ein Stück Backpapier oben drauf legen. Eine zweite Tortenscheibe. Das Ganze mit einem Topf oder etwas Schwerem oben beschweren und im Kühlschrank über Nacht einfach etwas pressen. Und die Torte, wenn ihr die morgen oder am nächsten Tag dann aus dem Kühlschrank herausholt, behält sie seine Form. Der Biskuit geht nicht wieder hoch und ihr habt die perfekte Torte. Das ist der eingesetzte Kuchen oder die eingesetzte Torte, die ich gestern schon vorbereitet habe. Diese lag über Nacht im Kühlschrank. Das heißt, ich habe diese Torte eingesetzt, habe ein Backpapier oben aufgelegt, eine Tortenscheibe und habe etwas draufgestellt zum Beschweren, damit der Boden dann auch auf Höhe des Backrings heruntergepresst wird und so die Torte auch wirklich ganz perfekt gerade sein wird. Wir werden diese Torte nun mit einem kleinen Messer aus dem Ring herauslösen und dann weiterverarbeiten. Zum Herauslösen nehmt ihr auf alle Fälle ein kleines Küchenmesser, was eine glatte Klinge hat, also kein Küchenmesser mit einem Wellenschliff. Das ist immer gefährlich. Man könnte hier Metallsplitter vom Rand abziehen. Ich setze jetzt das Messer ganz vorsichtig am Rand ab und drücke mit leichtem Druck immer an den Rahmen. Das muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig machen, dass man nicht in die Torte hineinschneidet. Und fahre wirklich ganz behutsam am Rand entlang. Das Wichtigste ist, dass man wirklich nicht in die Torte reinschneidet, damit kein Stück abfällt. Einfach ganz ruhig mit etwas Druck. Dann etwas ruckeln. Ich sehe, sie hat sich überall gelöst und dann ziehen wir den Ring ganz vorsichtig nach oben. Jawohl, das schaut sehr gut aus. Alles, was unsauber ist, was wegbröckelt, das können wir ein bisschen wegnehmen, sauber machen und wir streichen das auch gleich mit Aprikosenmarmelade ein. Als nächstes werde ich auf die Torte die Aprikosenmarmelade auftragen. Die habe ich genauso aus dem Glas herausgenommen. Ich muss sie allerdings noch etwas glatt rühren, damit sie auch auf der Torte gut verstreichbar ist. Einfach mal richtig cremig rühren. Man könnte jetzt auch noch einen Schluck Rum dazugeben, wer es noch etwas feiner haben möchte. Wir lassen es heute bewusst weg, weil es ja doch auch viele Kinder essen sollen und da lassen wir den Alkohol einfach raus. Zum Einstreichen der Torte brauchen wir jetzt hier unsere Tortenpalette. Wir brauchen noch eine große Teigkarte, die habe ich am Anfang tatsächlich vergessen zu erwähnen. Die ist wichtig, damit wir die überschüssige Marmelade vom Rand etwas wegziehen können. Wir geben jetzt etwas Marmelade hier auf die Oberfläche und verstreichen mit der Palette die Marmelade gleichmäßig. So werden alle Biskuitporen verschlossen. Einfach mit der Palette alles sauber verstreichen. Das darf ruhig über den Rand hinaus herunterlaufen. Das ist super, weil wir für den Rand sowieso Marmelade benötigen und diese dann einfach hier hernehmen und rundherum an den Rand anbringen, so bis alles sauber eingestrichen ist. Es soll kein Biskuit mehr herausschauen. Da einfach noch mal rundherum prüfen, noch mal gucken. So, das schaut gut aus. Jawohl. Und jetzt nehmen wir unsere große Teigkarte und streichen alles Überschüssige vorsichtig weg, geben das zurück in die Schüssel. Aber Achtung, nicht zu viel wegnehmen, nicht, dass der Biskuit herausschaut, sondern nur so viel, dass eine zarte
dünne Aprikosenschicht am Rand kleben bleibt. Was zu viel ist, nehmen wir oben auch noch mal weg. Können dann noch mal nachfassen. Wenn noch etwas abläuft, das hängt auch immer von der Marmelade ab, ob sie etwas fließfähiger ist oder ob sie etwas zäher ist. Es passiert nichts, wenn ihr einmal mehr drüber fahrt. Am Ende ist es nur dazu da, dass das Marzipan an unserer Torte auch haften bleibt. Aber das schaut wunderbar aus. Also so können wir mit dem nächsten Schritt, mit dem Marzipan, weitermachen. Die Torte ist ganz wunderbar eingeschlossen von Marmelade, eine perfekte Hülle. Gibt auch oder verleiht auch der Torte noch einen leicht fruchtigen Geschmack am Rand. Also eine tolle Sache für den wunderbaren Marzipanrand. Das ist diese alte Technik, von der ich euch erzählt habe. Nehmen wir schon gebrauchsfertiges Modelliermarzipan. Auch für dieses Modelliermarzipan werdet ihr bei mir im Shop fündig, wenn ihr dieses nicht findet. Bevor wir starten, etwas auszurollen, muss das Modelliermarzipan immer noch einmal richtig sauber verknetet werden. Achtet darauf, dass ihr saubere Hände habt, denn das Marzipan nimmt alles auf, was auf der Matte liegt und was an euren Händen klebt. Mit Marzipan sollte man immer sehr hygienisch, sehr rein arbeiten. Am besten nehmt ihr eine Backmatte, wenn ihr eine zur Verfügung habt. Ihr könnt es aber auch direkt auf eurer Arbeitsplatte machen. So, wir brauchen dann etwas Puderzucker. Nicht zu viel, nur so, dass das Marzipan nicht kleben bleibt und beim Ausrollen auch super rutschen und gleiten kann. Und wir rollen immer von der Mitte nach außen, machen jetzt oben wieder etwas Puderzucker auf unser Marzipan. Und wir brauchen für den Rand zweimal 5 cm Höhe und 34 cm Länge. Vorsichtig nehmen, zum Körper hin werfen, wieder hinlegen, wieder stauben, wieder rollen. Wir haben hier ein Lineal, damit messen wir. Also die Länge haben wir erreicht, das sind jetzt schon 37 cm. Die Breite ist natürlich auch phänomenal, aber wir haben etwas viel Marzipan. Das heißt, wir brauchen auch noch ein Herz. Aber wir wollen das Ganze auch nicht zu dick ausrollen. 2-3 mm ist perfekt. So, das schaut wunderbar aus. Wir nehmen den Puderzucker noch mal etwas herunter. Also wir haben jetzt hier 3 mm. Wir gehen aber mit unserem Relief-Rollholz noch mal drüber. Das heißt, wir setzen das jetzt hier vorsichtig hier oben an, legen unsere Hand oben drauf und rollen ganz vorsichtig von links nach rechts mit gleichem Druck, so dass überall die Markierung eindeutig zu sehen ist. Das schaut aus wie kleine Karos. Das ist eine sehr, sehr alte Technik. Jawohl, das schaut ganz toll aus. Und als nächstes werden wir zwei gleiche Streifen aus dem Marzipan, aus dem ausgerollten, ausschneiden. Dafür verwendet bitte unbedingt ein Lineal. So, das Stück brauchen wir nachher wieder für unser schönes Herz. Wir brauchen 2 x 5 cm, das heißt, wir markieren jetzt 1 x 10, 1 x 5 und 1 x 0. Den unteren, den können wir direkt schneiden. Wir nehmen zum Schneiden immer eine Palette, damit wir die Backmatte nicht verletzen.
Das ist ein stumpfes Gerät, da kann nichts passieren. So, das nehmen wir wieder weg. Das wird zu unserem Herz. Und jetzt markieren wir hier nochmal 5 und 0 und schneiden die zwei Streifen sauber aus. Jetzt sagten wir 2 x 34 cm. Ich glaube, das ist schon großzügig gerechnet. Ich mache mal einen halben Zentimeter mehr. Wir brauchen immer etwas mehr, dass wir noch Material haben, was wir dann wegschneiden können. Das Überschüssige legen wir zur Seite und rollen das auch. Sobald diese beiden Streifen um die Torte gelegt sind, rollen wir das Herz aus. Jetzt nehme ich zuerst einmal hier ein Stück von dem Streifen und rolle das ganz, ganz zärtlich ein. Stell das hier hin. Jetzt hole ich meine Torte. Wichtig ist, dass ihr rundherum den Blechdeckel sauber gemacht habt. Und nun lege ich hier dort, wo es etwas zu hoch steht, schiebe ich es ganz, ganz zärtlich mit dem Finger nach unten. Das Ganze ist beweglich. Hier schiebe ich auch das Stück etwas zurück. Das schaut ganz sauber aus. Jetzt nehme ich nochmal den Teigschaber und drücke das ganz zärtlich rundherum vor sich an, damit es auch wirklich gerade ist. Nun nehme ich hier die letzte Rolle, fange jetzt aber aus dieser Richtung an. Schau, dass die zwei Enden hier das Ganze abschließen, dass wir keine Lücke haben, und fahre mit dem Stück ganz genauso herum, bis ich hinten ankomme, und dann schiebe ich das Stück hier unter das andere Marzipan. Das kann man wunderbar dehnen, nicht zu viel, aber so ein Millimeter geht schon. Wo es zu kurz ist, zu tief, schiebe ich es mit der Hand ein bisschen nach oben. Jawohl, das schaut super aus. Und fahre mit dem Teigschaber auch noch mal ganz zärtlich und behutsam hier entlang, damit das Marzipan auch schön gerade am Biskuit sitzt. Für das Herz nehmen wir die Reststücke, kneten die wieder zusammen zu einer homogenen Masse und rollen das dann ganz genauso wieder mit etwas Puderzucker ganz vorsichtig auf 2 bis 3 mm aus, bevor wir es dann am Ende ausstechen können. So, wir machen eine Rolle. Wir drücken es etwas platt mit dem Handballen und dann kann man auch schon ausrollen. Nehmt euer Rollholz, fahrt immer von der Mitte nach außen. Immer wieder etwas stauben, damit das Ganze nicht beim Ausrollen unten festklebt. So, und dann nehmen wir unseren Backrahmen, schauen, ob der schon drauf passt. Wobei, das Marzipan ist doch noch etwas dick. So dick braucht es nicht zu sein. 2-3 mm ist völlig ausreichend. So, der Backrahmen, der wird jetzt einfach hier draufgestellt. Richtig andrücken, sodass dieser das Herz ausschneidet. Das restliche Marzipan, das packt ihr anschließend sofort wieder in eine Tüte, damit es nicht vertrocknet und ihr es auch nochmal verwenden könnt. So, und nun nehmen wir unser Herz ganz vorsichtig von der Backmatte herunter. Und legen es ganz behutsam hier auf die Torte. Wir müssen die Decke etwas rüberschieben, sodass es dann mit dem Rand abschließt. Mit unserem Teigschaber fahren wir noch mal ganz vorsichtig an der Seite entlang, damit das Ganze auch wieder abschließt und
schön ausschaut. Und oben gehen wir nochmal mit einer zweiten Tortenscheibe drauf. Pressen ganz vorsichtig, damit die Torte auch gerade ist. Prüfen nochmal, nehmen die überschüssige Marmelade weg, die jetzt dann nochmal rausgekommen ist. Dann schaut das auch ganz wunderbar aus. Als nächstes zeige ich euch die zweite Marzipantechnik, um eure feine Torte zu veredeln. Und zwar stellen wir jetzt eine Marzipan-Makronenmasse her. Dazu brauchen wir das hochwertige Rohmarzipan, Puderzucker, der sollte gesiebt sein, dass keine Klumpen mehr drin sind, und etwas Hühnereiweiß. Das Rezept findet ihr bei mir auf der Website in meinem Blog, aber dazu werde ich noch einen separaten Hinweis geben. Zuerst werden wir das Marzipan mit dem Eiweiß langsam weich kneten und anschließend den Puderzucker step by step einarbeiten, bis die Masse schön cremig und spritzfähig ist. So, und nun haben wir etwas mehr Platz. Geben den letzten Puderzucker noch mit dazu und kneten auch den Rest auch noch ein. Wenn uns die Masse etwas fest erscheint, das liegt auch jeweils an den Rohstoffen, könnt ihr auch mit etwas Eiweiß noch nachhelfen und einfach noch einen Tropfen dazugeben, sodass die Masse dann auch wirklich spritzfähig ist. Sie soll aber nicht so weich sein, dass sie verläuft. Sie soll beim Aufspritzen seine Form behalten. Diese Masse ist jetzt fast noch etwas zu fest. Ich mache jetzt noch einen kleinen Tropfen Eiweiß dazu und stelle sicher, dass die Masse auch wirklich dann gut aufzutrisieren ist. So nennt man das, wenn man etwas spritzt auf ein Gebäck, eine Torte. Jawohl, das schaut schon etwas weicher und cremiger aus. Genau so, so soll es sein. Von der Konsistenz ist es genau schön klebrig, schön weich zum Spritzen. Genau, damit können wir jetzt in unsere Spritztüte. Damit wir das Ganze auch dann aufspritzen können, brauchen wir diese kleine Spritztüte. Ich habe da oben schon ein Stück abgeschnitten. Dort setze ich die Lochtülle nun hinein, sodass nicht zu viel rausschaut. Also das Plastik soll etwa so viel abgeschnitten sein, also einen Finger breit, damit die Tülle auch richtig sitzt und beim Drücken nicht vorne rausspringt. Wir machen die Tüte zu, das heißt, wir sichern unsere Tüte und geben die Makronenmasse hier in unsere Tüte hinein. So, und weil die Masse doch sehr fest, also trotzdem sehr fest ist, schieben wir die ganze Masse bis nach unten. Dazu lege ich das Ganze erst einmal hier auf meinen Arbeitsplatz, nehme diesen Teigschaber und schiebe die Masse so weit wie es geht nach vorne, damit ich auch einfacher aufspritzen kann. So, jetzt nehmen wir das in die Hand, schauen, dass die Masse bis vorne ankommt. Jawohl, hier ist sie und jetzt können wir anfangen. Und jetzt geht's ab. Wir beginnen hier oben mit einer kleinen Schlaufe. Drücken hier gleichmäßig und legen unseren Marzipanfaden vorsichtig hier ab. Nun spritze ich die zweite Seite. Dann lasse zum Rand etwa einen Zentimeter frei. Da kommt noch eine andere kleine Dekoration anschließend hin.
So, und nun werden wir überall noch ein paar schöne Punkte hinsetzen und einmal rundherum um die Linie herumspritzen. Achtet darauf, dass ihr immer gleichmäßig abdrückt und der Punkt auch immer gleich groß herauskommt, damit die Torte insgesamt sehr ordentlich ausschaut. Und nun kommt meine Spezialität. Juppie! Juhuhuhu. So, damit werden wir unsere Torte etwas abflämmern und etwas Farbe geben. Das macht ihr aber bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig. Die Marmelade, die wird noch ganz heiß aufgetragen. Die muss richtig gesprudelt haben, damit sie auch anzieht. Das mache ich jetzt mit einem kleinen Löffel und gebe die Masse hier einfach in diesen Herzinnenraum. Das zieht auch sehr, sehr schnell an. Wir müssen nur schauen, dass überall die Marmelade hinkommt. So, und nun geht's final ans Verzieren mit unseren feinen Früchten. Ja, und fertig ist eure Nougat-Herztorte. Schaut sie nicht wunderbar aus? Ja, ich hoffe, euch hat mein Rezept gefallen und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Rezept auch nachmacht und vielleicht zum Valentin oder zum Muttertag dann euren Lieben präsentiert. Das Rezept findet ihr auf meiner Website in meinem Blog. Dort könnt ihr euch das Rezept runterladen und auch gleich nachmachen. Wenn ihr noch Zutaten oder Spezialequipment braucht, schaut doch einfach mal bei mir im Shop vorbei. Dort findet ihr bestimmt alles Notwendige. Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss, eure Beate.